Am Pfingstmontag ist eines seit 1949 sicher. Abensberg ist im Speedway-Fieber und so auch heuer wieder. Ich will zurück in den Speedway Grand Prix und das werde ich schaffen. Das ist mal eine Ansage von Deutschlands besten Fahrer Martin Smolinski. Hier in Abensberg geht es schließlich um die Quali dafür und das ist Ansporn genug. Ich war 2014 der erste und einzige Deutsche, was es geschafft hat, in den Grand Prix zu kommen. Konnte den ersten Grand Prix in Neuseeland gleich gewinnen. Und es ist, wir haben ja damals 2013 die Grundsteine hier in Abensberg gelegt, in den Speedway Grand Prix zu kommen. Und ich meine, dieses Jahr machen wir es genau wieder so. Um 14 Uhr geht's los mit Fahrern aus 7 Nationen. Neben der guten Ausrichterrolle ist der sportliche Erfolg für die Lokalmatadoren wie Smolinski genauso wichtig. Abensberg ist sein Wohnzimmer, da kann er auf jeden Fall super Leistung abrufen. Da wird er auch zu 100% auf dem Podest stehen und auch unser zweiter Mann, der Erik Riss, wird sicherlich auch den Schritt in die nächste Richtung in Abensberg machen. Und das ist für den Bahnsport in Deutschland und in Bayern eine Riesensache auf jeden Fall. In Neustadt vor ein paar Wochen konnte Smolinski alle Rennen gewinnen. Dennoch ist er noch nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Material. Ich habe vor 3 Jahren, also im Jahr 2015, also ein Jahr nach dem Grand Prix, den Schritt gewagt, auf Java-Motoren umzusteigen. Und im Moment sind wir eigentlich am Limit erreicht. Und jetzt geht es eigentlich eher ums Werk. Die müssen jetzt ein bisschen, wie man Bayern sagt, die Arschbacken zusammenzwicken. Da muss ein bisschen was weitergehen. Und dass sie einfach ein bisschen besseres Material an den Tag bringen. Es ist alles angerichtet. In Abensberg muss man sich eigentlich nur noch gutes Wetter wünschen. Im Gegensatz übrigens zum vergangenen Jahr. Doch selbst das scheint die Speedway-Fans in Niederbayern wenig zu stören.